Ich begrüße euch zwar noch nicht vom Train zum World 3, aber vom ICE 3. Erst München, Augsburg. Wir geben einmal die Türen auf der rechten Seite frei. Genau, in unserem Pride Intercity Express. So, dann einmal zum Schaltschrank gedreht. Ziffer an, PZP an, LZP an, Schrank wieder zu. Zap. Lassen wir mal die Lounge-Scheiben. Ja, lassen wir die heute mal so wie sie sind. Wir haben hier, aha, ein Ersatzsignal oder so ähnlich. Dann geben wir einmal die AFP frei, V-Soll-Freigabe. Stellen sie auf 40 erstmal. Zugbeleuchtung schalten wir an. Gucken, dass wir noch die Zugzielanzeige auf München einstellen. Erledigt, machen die Türen zu. Können auch hier in die Zugabfertigung. So, zwei Triebzüge, mit denen wir unterwegs sind. Genau. Sonst müssen wir nicht mehr viel mehr machen. Und dann können wir eigentlich auch schon losfahren, beziehungsweise noch das Spitzensignal normal. Und auf geht's. Ich glaube hier erstmal mit PZB Befehl 40, oder? Also würde ich jetzt mal machen. Okay, da ist jetzt Befehl 40 nicht aufgeleuchtet. Okay, wir dürfen ausfahren mit 90, glaube ich. Also befreien wir uns mal und setzen mal die AFP auf 90. Wir stehen hier in Augsburg und fahren hier geradeaus. So. Genau, also ICE 3, aber noch nicht der TSW 3. Das dauert noch ein kleines bisschen, aber in diesem Sinne ist es auch einer der letzten Videos aus dem TSW 2, aus dem ich euch hier begrüße. So, wir stellen schon mal die AFP auf die 150. So. Denn ja, so viel Zeit ist gar nicht mehr, bis TSW 3 veröffentlicht wird. Da ist auch schon die AFB bzw. die LZB, also Fahrschalter nach vorne, AFB-Hebel nach vorne und ab geht die Luzi. Wir gehen mal wieder hier ins Grundbild rein und fahren in den Sonnenaufgang hinein. Sehr, sehr schön. Können wir uns auch nochmal von außen angucken. Auch das Repaint gibt es in der Videobeschreibung. So, genug Bilder gemacht. Ja, der TSW 3 ist nicht mehr fern. Er steht schon in den Startlöchern. Wir haben alle schon die ersten Bilder und Previews dazu gesehen. Wir haben alle schon unsere Meinung dazu so ein kleines bisschen weiter ausgefertigt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerade auf den ICE 1. Gerade auch darauf, den ICE 1 auf anderen Strecken zu fahren außerhalb Kassel-Würzburg.
Hier auf München-Augsburg wird er sich selbstverständlich sehr, sehr gut anbieten. Für Szenarien auf Köln-Aachen bietet er sich super an. Auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr, eigentlich auf nahezu allen Strecken, würde ich jetzt mal behaupten. Selbst auf Luzern-Sursee, oder? Es gibt ja ICEs, die in der Schweiz fahren. ICE 1er. Ich weiß halt nur nicht, ob theoretisch auf der Strecke die auch gesehen werden können, aber ich glaube schon. Oder zumindest eine Zeit lang. Ich glaube, jetzt sind es mittlerweile sowieso hauptsächlich die ICE 4er, die für die Schweiz auch ausgerüstet sind. Ja, ich habe es in einer der anderen Videos mal so ein kleines bisschen angekündigt. Ich bin neulich, ja, ich habe euch Geschichten mitgebracht, ne? Ich bin neulich als Fahrgast unterwegs gewesen im ICE. So, und das war halt an einem Samstagvormittag. Und zwar war das der ICE international nach Amsterdam. Und mir war schon absolut bewusst, dass an einem solchen Tag sicherlich der ICE voll sein wird. Also habe ich ausnahmsweise mal Geld für eine Sitzplatzreservierung ausgegeben. Und ich glaube, das war tatsächlich eine der klügsten Entscheidungen, die ich seit langer Zeit getroffen habe, mir für diesen Zug eine Sitzplatzreservierung zu kaufen. Das hat sich nämlich gelohnt. Es gab nämlich wirklich Leute, die standen mussten, weil der Zug halt so dermaßen voll war. Ist halt auch irgendwo verständlich, ne? Wie gesagt, es ist halt der Zug, der samstags nach Amsterdam fährt, der ist immer so voll. Und dann halt auch noch bei gutem Wetter. Ne? Genau, also das Geld war definitiv nicht zum Fenster rausgeschmissen, ganz im Gegenteil. Das war sehr, sehr, sehr gut investiertes Geld. Dann gab es aber ein paar andere Interessantheiten, die mir da aufgefallen sind. Also erstens habe ich versucht, über den DB-Navigator, nee, gar nicht, das war auf der Rückfahrt in die Niederlanden, habe ich versucht, über den DB-Navigator den Komfort-Check-In zu machen. Den habe ich auch gemacht, das hat auch funktioniert. Nur interessanterweise wird das nicht anerkannt, wenn der Zug sich nicht innerhalb der Grenzen Deutschlands bewegt. Heißt also, ich muss dann trotzdem mein Ticket auf der Rückfahrt noch vorzeigen, obwohl ich den Check-In gemacht habe, weil ich halt noch vor der deutschen Grenze kontrolliert wurde. Also in den Niederlanden. Auf jeden Fall nicht ganz so gut durchdacht, dieses System, aber okay, das wird wohl irgendwelche Gründe haben. Aber um nochmal auf die Hinfahrt zurückzukommen, da war es dann tatsächlich so, dass nicht weit von mir entfernt ein Junggesellenabschied sich eingenistet hat und jo, den ganzen Zug auch eine Zeit lang beschallt hat mit Schlager, der sagen wir mal, kulturell am wenigsten fortgeschrittenen Art der Musik. Das war auf jeden Fall schon mal nicht schön. Ich war klug genug und habe mir vorsorglich jede Menge Podcasts runtergeladen und meine Kopfhörer reingesetzt, sodass ich nicht viel davon mitbekommen habe. Dann war es so, dass der Zug irgendwann... Wo hat er denn gehalten? Ich weiß nicht, ob das in Oberhausen war oder danach. Das war auf jeden Fall noch vor der niederländischen Grenze. Und da ist dann ein Junggesellinnenabschied noch dazu eingestiegen. Und da haben sich halt zwei gefunden, ne? Der Junggesellinnenabschied und der Junggesellenabschied, die haben sich dann zusammengetan. Und das war dann eine Kombination aus absolut grausam anzuhörenden Gesprächen, Rumgegröle, jede Menge Alkohol, der geflossen ist, und ganz viel, ja, ich würde halt sagen, ziemlich sexistischem Sprech, aber das haben die Damen da nicht als unangenehm empfunden, zumindest erschien es mir so, sondern sie waren im Gegenteil anscheinend davon belustigt. Ja, also das war insgesamt nicht, das war eine sehr erlebnisreiche Bahnfahrt, aber nicht die entspannteste aller Bahnfahrten. Ja, und
So musste ich dann eine Zeit lang damit aushalten, bis ich dann ausgestiegen bin, nicht in Amsterdam schon, sondern davor. Das war dann halt so, ne? Sowas passiert, sowas gibt's halt. Die Person, die neben mir saß, die gute Frau, die, also die kannte ich nicht. Und die war halt aber sehr, sehr ruhig. Die war eine sehr angenehme Sitznachbarin, würde ich jetzt mal behaupten. Und sie hat mir aber tatsächlich ein bisschen leid getan, weil ich glaube, dass sie keine Kopfhörer dabei hatte. Und sich dann entsprechend das alles durchgehend anhören musste. Sie hat, glaube ich, zwischendurch versucht zu lesen, aber das hat sie dann recht schnell wieder aufgegeben. Nachvollziehbar. Warum? Ja. Ich hatte auch was zu lesen dabei, aber das habe ich dann auch gelassen. Kleine Leseempfehlung. Ich hatte dabei Radikalisierten Konservatismus, eine Analyse von Natascha Strobel, erschienen im Surkamp Verlag. Also Grüße gehen raus, so oder so ähnlich. Wer sich für politische Fachliteratur, wobei es ist so ein kleiner Mix aus Fach- und populärwissenschaftlicher Literatur. Also wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall lesenswert. Ja, ich hoffe, dass unsere Bahnfahrt aber ganz ruhig verläuft, also die jetzt hier gerade im Video. Und ich glaube, das tut sie auch. Um diese Uhrzeit ist jetzt nicht so viel an besoffenen Menschen unterwegs, an feierwütigen Menschen unterwegs in Richtung München. Ich glaube, unser Zug wird noch vergleichsweise leer sein. Es ist ja immerhin, wie viel Uhr? 5.43 Uhr im Sommer. Huch. Das war aber ein langer, langer Lag. Sind die in Doppeltraktion unterwegs? Oh, da ist... Ach nee, doch nicht. Ich dachte ganz kurz, dass mir da ein Fehler im Repaint aufgefallen ist, aber das ist nicht der Fall. Finde ich ganz interessant, die Perspektive hier, wie das so aussieht. Gucken, dass wir ein schönes Thumbnail finden. Vielleicht von der anderen Seite. Genug dessen, zurück in den Führerstand. Wir haben noch 17 Kilometer vor uns. Dann halten wir in Pasing. Und danach in Hauptbahnhof. Gucken, dass wir den Halt in Pasing jetzt nicht einfach so übergehen. Das wäre so das, was mir dann noch ein Anliegen wäre. Ich glaube, wir sind gerade an Maisach vorbeigefahren. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Na, jetzt leckt es ein bisschen rum. Wie sieht die FPS-Zahl aus? 35, kleinere Einbrüche. Da hat die Lok gerade gefehlt. Es, ja. Läuft ganz gut. Gefahrenleuchtmelder das an. Okay, ich sehe Chaos. Da ist ein Kollege.
Ich weiß gar nicht, wann die LZB aufhört, bin ich mir nicht mal ganz sicher. Das sollten wir im Kopf behalten. Oder im Auge wohl eher. Also in 6 Kilometern auf jeden Fall 160 angekündigt. Das kann auch sein, dass da auch die LZB schon zu Ende ist. Also, dass wir mal schauen, dass... wann muss LZB Ende quittiert werden? Irgendwas mit 1, sonst was Kilometern, oder? Also 1, irgendwas Kilometern vor Ende der LZB. Gucken, ob ich das ganz nebenbei noch recherchieren kann. Na ja gut, bevor ich jetzt hier zu lange am Handy bin und mich frage, wann ich LZB Ende quittieren muss, achten wir lieber darauf, dass wir LZB Ende quittieren. Ja. War es auch schon, ne? So viel zum Thema, achten wir darauf. Ich habe mich jetzt gerade schon wieder hier mit Fubians Mod auseinandersetzen wollen. Und hier mit den Umgebungsvariablen. Also, wir können hier den Bevölkerungsgrad und sowas ja immer noch anpassen. Das ist praktisch unser quasi dynamisches Wetter. Also eigentlich ist es überhaupt nicht dynamisch, aber ja. So, wir sind gleich wieder auf uns gestellt. So. Dann einmal den Leistungshebel auf 0. Okay, AFB müssen wir auch auf 0 setzen, ne? Fünf Kilometer noch. Lochhausen. Ja, ICE werden wir natürlich auch dann fahren auf Kassel-Würzburg. Vornehmlich den ICE 1, einfach weil das ein neues Fahrzeug ist und nicht den ICE 3er. Den sicherlich auch mal zwischendurch, aber... Da wird... Ja, es wird leider nicht die Menge an TSW3-Videos kommen, die man jetzt vielleicht erwarten würde. Das wird ein bisschen zeitlich bei mir alles leider sehr, sehr schwierig. Aber ich werde gucken, dass ich euch zumindest mit den ein oder anderen, TSW3-Videos versorge. Und Augen und Ohren offen halten. Das werde ich aber nochmal ankündigen in einem Community-Post oder extra in einem Video. Ich werde vermutlich die Möglichkeit haben, die einen oder anderen TSW3-Keys zu verlosen. Wann genau das sein wird und wie das funktionieren wird, das weiß ich noch nicht. Das habe ich mir beides noch nicht genau überlegt. Aber irgendwas wird es da in diese Richtung hier geben. Dementsprechend also lohnt es sich... Also ich will gar nicht jetzt hier rumbetteln von wegen hier unbedingt die Glocke aktivieren und so. Und lasst mir ein Like und bla bla bla, alles da. Oh, wir müssen mal langsam bremsen. Genau, aber falls ihr Interesse habt da an TSW3 Keys für, ich glaube, für Steam, dann haltet einfach mal so ein bisschen die Augen und Ohren hier offen auf dem Kanal in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn ich mehr Informationen dazu habe, dann werde ich sie euch geben.
So, meine Damen und Herren, wir sind hier angekommen in München-Pasing. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir danken Ihnen für Ihre Reise mit DB Fernverkehr und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt oder eine angenehme Weiterfahrt. So, rollen wir aber noch bis ganz vorne durch. Das war auch ganz witzig in dem ICE International. Der hat dann die Durchsagen, der gute Mann hat dann die Durchsagen auf Deutsch, Niederländisch und Englisch gemacht. Und am schlechtesten zu verstehen war witzigerweise die auf Deutsch. So. War das nicht ein Halt? Tja, Gleise sind nun mal kein Spielplatz. Das sollten alle wissen. Fliegen wir einmal nach hinten rüber. Boah, also die passen wirklich knapp auf den Bahnsteig. Hier muss man schon echt die ganze Bahnsteigslänge ausnutzen. Meine Güte, so zwei ICE-3er sind schon echt lang. Aber gut, der ICE-1 ist als einzelner Triebzug ja auch. Geht schon in die Richtung von der Länge her. Nicht ganz so lang, glaube ich, aber... So, wir haben noch ein bisschen mehr als eine Minute. Also können wir einmal ganz kurz mal in den Innenraum noch hineinwandern. Was ein ganz nettes Feature sein wird, wenn TSW 3 veröffentlicht wird, dann funktionieren auch diese Bildschirme hier. Also in den neuen Fahrzeugen. München-Pasing, München Hauptbahnhof IC 619, das passt tatsächlich sehr gut. Uhrzeit passt. Genau, also auch hier diese Displays mit der Geschwindigkeitsanzeige und so, das wird tatsächlich funktionieren. Da sind noch Türen offen. Wann gehen die denn zu? Fahren wir jetzt mit offenen Türen? Offensichtlich. Nö. Komisch. So, wir dürfen mit 130 ausfahren. Wir wollen nicht trödeln, wir wollen pünktlich sein. Bevor sich die Fahrdienstleiterin überlegt, lassen wir den doch ein bisschen warten. So, die Ankündigung auf 90 gilt nicht für uns. Also, Problem beim ICE-3er ist ja, dass wenn die Sonne in der Mittagshöhe steht, dann sieht man hier die ganze Zeit im
in der Windschutzscheibe praktisch die Spiegelung der weißen Front hier da drauf. Und das ist doof. Aber das Problem kann man anscheinend umgehen, wenn man abends fährt. Oder morgens. War mir tatsächlich vorher gar nicht bewusst, dass das nur zur Mittagszeit auftritt. Aber ergibt ja Sinn, weil von der Mittagssonne her, vom Winkel des Lichteinfalls, wird das ja ganz gut passen. Links stehen da so ein paar ICEs abgestellt. Da noch eine S-Bahn. Ach, schön, wie wir praktisch hier durch die durch die Innenstadt durchfahren. Hat schon so ein bisschen was Transport Fever-eskes, wenn man die Gleise einfach durch die Innenstadt legt. Was ich prinzipiell immer bei Transport Fever mache, aber reden wir nicht weiter über Transport Fever. Huch. Oh, da war eine Ankündigung auf 60. Ups. Die habe ich übersehen. Die Zwangsbremsung habe ich verdient. Ups. Pardon. Werden wir jetzt von der S-Bahn überholt? So, rechts die Waschanlage. Okay, dann werden wir vielleicht ein kleines bisschen zu spät kommen. Mal gucken. So, gleich gelten die 40. Machen wir mal mit der AFB. Huch. So, ich glaube, wir brauchen uns auch gar nicht mehr zu befreien. Das bringt auch gar nichts mehr. Können wir ja sowieso gerade nicht. Da ist die Hackerbrücke. Ich glaube, immer ein ziemlich Hotspot fürs Trainspotting. Aber versteht sich auch warum. Ich glaube, ich war auch schon mal auf der Hackerbrücke, aber es ist lange her. Ach, schaut an. Da ist noch eine Mod. Habe ich ganz vergessen, dass ich die noch habe. Seht ihr es? Die entgleisten Alex-Wagen. Grüße gehen raus an den lieben Fabian. Für die sehr, sehr coole Mod. Wie gesagt, bei diesem Unfall ist niemand zu Schaden gekommen. Deshalb finde ich das in Ordnung, das hier so nachzustellen. Vielleicht nehme ich die Mod trotzdem irgendwann mal raus. Weiß ich nicht, aber... ja, wobei, ich finde sie eigentlich ganz lustig. Kann man eigentlich drin lassen. So, gelten? Ja doch, gleich gelten noch 30. Wir müssen natürlich bis ganz vorne ran. Einmal alle Leute wecken. Ach, alle Leute, schön wäre es, wenn Leute hier auf dem Bahnsteig wären.
Aber vielleicht will so früh einfach noch niemand in München fahren. In der 425er. Fährt wohin? Donauwörth. Oktoberfest München. Der Warper. Und der Vollidiot da. Oh, wir müssen langsam anhalten. So. Tür auf. Das sind wir. Bitte nicht einsteigen. Jawohl. Das war unsere Fahrt. Wie gesagt, einer der letzten Fahrten im TSW 2. Aber was folgt auf den TSW 2? Genau, der TSW 3. Und mit diesen weisen Kalle... Danke. Mit diesem weisen Kalenderspruch verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles Liebe, alles Gute.